Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gab es jetzt die letzten paar Tage gar kein Video. Das liegt oder lag daran, dass ich gerade aus dem Urlaub wiedergekommen bin und die letzte Woche extrem viel zu tun hatte und viel um die Ohren hatte. Dafür kommen aber jetzt umso mehr spannende Videos, hoffentlich. Ich bin nämlich gestern auf der Gamescom gewesen und ja, da habe ich halt ein bisschen was gefilmt und habe auch nochmal zum Schluss mich mit dem Game Director von Minecraft Dungeons unterhalten. Es war eigentlich ganz aufschlussreich, so ein paar nette Infos hat er mir gegeben. Ich habe auch nicht jetzt irgendwie groß ein Interview gehalten oder so, sondern halt einfach nur ein bisschen mit ihm gequatscht. Habe auch trotzdem ein paar Gameplay-Szenen aufgenommen und werde jetzt hier einfach gleich mal ein bisschen am Ende zeigen. Vorher möchte ich aber auch einfach nochmal zeigen, wie das Ganze in der Halle ablief. Wir sind halt morgens angekommen. Ich muss dazu sagen, es war jetzt gestern war ja Trade Visitor Tag, also Fachbesuchertag. Wir haben uns halt über mein Unternehmen, das wisst ihr ja, dass ich da eins habe, halt Trade Visitor Tickets geholt und sind dann halt damit da rein. Und sind wir halt als erstes morgens zu Cyberpunk. Ich weiß nicht, ob euch Cyberpunk was sagt. Cyberpunk 2077. Ist ein Spiel von den Witcher 3, Witcher-Machern. Ist ein verdammt gutes Game. Dahingehend ist es aber so, dass es aber eine Präsentation von 30 Minuten, da dürfen wir auch nichts groß filmen. Aber ihr seht jetzt hier im Hintergrund so ganz toll den Stand. Der war von außen echt gut aufgemacht. Wir mussten echt lange warten, vergleichsweise für einen Fachbesuchertag, nämlich eine Stunde. Aber das ging dann halt auch eigentlich klar. Naja, und dann sind wir halt weiter, haben ja von Ubisoft Ghost Recon Breakpoint angespielt. Die meisten kennen das schon aus der Beta. Wir hatten das dann noch mal so, dass wir es da angespielt haben und jemand von Ubisoft hat uns genau erklärt, was man da machen muss, hat uns noch mal ein paar Tipps erklärt, hat uns das Gameplay noch ein bisschen erklärt. War halt auf jeden Fall spaßig. Einziges Manko: Wir mussten auf Xbox Controller spielen. Es gab keine Option für eine Tastatur. Und wie ihr wissen solltet, bin ich als Entwickler doch eher ein PC-Spieler und dementsprechend war das dann auch eher blöd für uns. Ja, aber ansonsten war das Game echt gut. Danach haben wir noch mal so ein bisschen uns in der Halle umgeschaut. Was ganz interessant war, es gab Facebook Gaming da, wo auch immer die auf der Gamescom sind. Dann ging es halt weiter. Wir waren dann noch mal in Halle 7, da war halt auch Wargaming. Seht ihr hier im Hintergrund so ein bisschen, wie halt, ja, da die Sachen verlost worden sind, da war halt echt nichts los. Muss dazu sagen, dass vielleicht eine Menge von 100 Leuten gestanden, die dann halt irgendwelche Sachen bekommen hat. Und dazu muss man sagen, halt, normalerweise ist der ganze Stand voll, dass niemand mehr in den Stand rein kann. Und wir sind da so durchgelaufen. Da gab es halt ein paar Sachen anzuspielen, die eigentlich ganz lustig waren. Wir hatten einmal World of Warships, wo wir uns Goodies abgeholt haben. Dann gab es nochmal ein Spiel, das hieß Kaliber. Das ist so eine Art Ego-Shooter von denen. Erinnert mich sehr an Counter-Strike. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu spielen. Muss aber schon sagen, wenn man jetzt Counter-Strike mit Kaliber vergleicht, liegen da Längen zwischen. Also da fehlt eindeutig noch ein bisschen was, was da gemacht werden muss. Ich finde auch die Grafik ein bisschen matschig. Das war so das, was ich gestern so auch von habe. Aber wie gesagt, leider da durften wir nicht viel filmen. Dementsprechend haben wir da halt auch nur bestimmte Szenen gefilmt. Kann also sein, dass ihr jetzt gerade nichts davon seht. Dann hatten wir noch ein anderes Spiel, das hieß Pandoria. Ich glaube Pandoria. Das war so ein ähnliches LOL, also ähnlich wie LOL. Grafik sah sehr ähnlich wie League of Legends aus. Game-technisch waren das solche Level, die man machen musste. War auf jeden Fall mal interessant, sich sowas anzusehen. Ist aber nicht mein Spiel, muss ich dazu sagen. Ja, dann sind wir halt einfach Halle für Halle abgeklappert. Zwischendurch sind wir bei Final Fantasy vorbeigekommen, haben uns das mal angeschaut. Und dann ging es halt später weiter nochmal zu den Hallen 10, ja, 10.1 und 10.2. Halle 10.1, muss man wissen, ist halt sozusagen eigentlich immer die Halle, wo Corsair, MSI und Co. halt stehen. Und das ist halt eigentlich immer ganz spannend. Da waren halt auch mehrere Stände. Unter anderem waren wir bei Discord, habe ich jetzt leider kein Video von. Da war es auf jeden Fall ultra lustig. Wir haben da Paladins gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr Paladins kennt. Ist auf jeden Fall ein sehr lustiges Spiel. Ist eigentlich sehr ähnlich wie Overwatch. Eigentlich kann man sagen, Overwatch in grün. Und das Coole an dem Spiel muss man sich so vorstellen: Es ist halt so,
dass wir dann halt zum 5, bis zum 5 gespielt haben. Wir hatten das Spiel alle vorher noch nie gespielt. Wir haben ein bisschen, also zwei von uns haben Overwatch-Erfahrung, glaube ich, zwei oder drei. Auf jeden Fall, wir haben jetzt nicht so große Overwatch-Erfahrung. Und dementsprechend war es echt ganz lustig. Und die erste Runde direkt gewonnen. Gewinnen konnte man solche coolen Discord-T-Shirts. Und ja, dann haben wir es halt später nochmal gespielt und nochmal gewonnen. Und dementsprechend haben wir jetzt alle zwei Discord-T-Shirts. Sowieso haben wir irgendwie super viele T-Shirts abgegriffen, was halt echt unnormal ist. Ja, und nebenbei waren wir auch nochmal beim Teamspeak-Stand. Ich weiß nicht, Teamspeak 5 wird manchen Leuten vielleicht was sagen. Ich habe da mal mit ein paar Leuten geredet und die meinten so, man munkelt, dass es nächsten Monat rauskommt. Allerspätestens übernächsten Monat. Heißt, wir können wahrscheinlich im September oder im Oktober uns auf Teamspeak 5 freuen. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr gelungene Geschichte und das sollte man auf jeden Fall mitmachen. Ja, in der Halle gab es halt auch viele Lasertag und sowas. Das haben wir jetzt diesmal ausgelassen, weil wir vor 2 Jahren das gleiche schon mal gespielt haben. Haben aber wirklich echt goodie-technisch richtig viel abgesandt. Ich glaube, wir haben eine Trinkflasche, wir haben jeder irgendwie so circa 10 T-Shirts mitgenommen. Wir haben mehrere Aufkleber an Sticker und halt auch noch Promocode bekommen. Unter anderem von Wargaming und Co. Ja, dementsprechend, das war sozusagen so der meiste Kram, den wir gemacht haben. Und da ging es halt am Ende, oder vielmehr zum Schluss, ging es dann halt zu Xbox bzw. zu Microsoft. Und dort haben wir halt auf dem Xbox-Controller halt Minecraft Dungeons angespielt. Ich selbst konnte es leider nicht mehr spielen. Ein Freund hat das sozusagen gespielt, lag daran, dass die dann die Queue zugemacht haben. Aber so, was man sehen konnte, also wir standen halt dahinter und haben uns das halt mit angesehen. Game-technisch auf jeden Fall gelungen. Insgesamt halt habe ich halt auch nochmal mit dem Game Director halt gesprochen von Minecraft zum Schluss. Der hat mir noch so, Minecraft Dungeons, der hat mir noch so ein paar Sachen gesagt. Habe ich hier auch mal ja, sozusagen als Not zusammengefasst. Also es soll halt ein Crossplay geben zwischen Computer und Xbox. Das heißt, also Multiplayer ist halt gibt es dann mit einer Crossplay-Option. Die Engine, das war eigentlich so das Interessante, was für uns Entwickler wahrscheinlich auch interessant sein wird. Es ist nicht Java, es ist auch nicht C#, es ist wohl was komplett Neues. Er weiß aber nicht, ob er davon viel erzählen darf, dementsprechend hat er sich da zurückgehalten. Generell, der Look, wie es euch jetzt vielleicht auch schon auffallen sollte vom Gameplay her, ähnelt doch sehr Minecraft. Aber zum Beispiel in bestimmten Stellen, es ist halt so, dass zum Beispiel solcher Sand, der ist halt dann mehrschichtig, so ähnlich wie diese Snow Layers, die man aus Minecraft kennt. Eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Er sagte nämlich auch, also sie versuchen halt den Minecraft-Look zu erhalten, aber solche Sachen wie zum Beispiel die Treasure Chests, ich glaube, die seht ihr auch nochmal zwischendurch, die sind halt important für, also sind halt wichtig für das richtige Gameplay und dementsprechend soll das Ganze halt sozusagen dann angepasst werden. Das heißt, in den Stellen, wo halt sozusagen was Neues gebraucht wird, wird neue Sache entwickelt. Ansonsten wird es halt sozusagen mit den Minecraft-Features weitergemacht. Ja, dann Multiplayer wird es geben, aber nicht Server, wie man es von Minecraft kennt, wo man halt sozusagen Multiplayer-Server mal eben auch macht, sondern es wird einen 4-Player-Multiplayer ergeben. Da gibt es auch keine Server, die direkt gehostet werden müssen. Auch nicht bei Microsoft etc., sondern es wird halt immer jemand, derjenige, der halt sozusagen, also ein Game Leader geben, der dann halt das Spiel hostet. Also genau das gleiche, als wenn ihr zum Beispiel auf Nintendo DS halt euer Mario Kart mit mehreren Leuten spielen, dann habt ihr ja immer einen Host und mehrere Clients. Das heißt, ihr könnt mit bis zu 4 Spielern halt Host-Client spielen. Und man versucht halt hier das Game halt insgesamt als Friendly Game zu machen, ne? Dass man es halt mehr auch unter Freunden spielt. Es soll halt nicht sozusagen ein großes Community Game werden, sondern es soll halt darauf bezogen sein, dass halt sozusagen die Leute untereinander viel spielen. Und das Release-Date ist angegeben für den Frühling 2020. Genau, das konnte ich mir nicht sagen. Ja, und das ist sozusagen das, was ich sozusagen so ein bisschen rausfinden konnte bei Microsoft. Und ich fand es eigentlich ganz spannend. Ein bisschen haben wir, wie gesagt, gefilmt davon. Ist jetzt nicht sonderlich prickelnd, weil wir halt eigentlich den Monitor nur gefilmt haben. Ich hoffe, dass es aber trotzdem so ein bisschen das Feeling auch von der Gamescom widerspiegelt. Ich hoffe, euch hat insgesamt dann das Video gefallen. Ja, wie man sieht, ich glaube, das ist länger und ich habe mehrere Videos wiederholen müssen, weil ich halt nicht so viel aufgenommen habe. Das nächste Mal soll ich das aufnehmen, festhalten, dass ich es mache. Ich hoffe aber, dass insgesamt euch das Ganze gefallen hat, auch allein halt von den Videos her. Ich habe jetzt ja eine neue Kamera, die
Canon PowerShot G7X Mark II. Ist eigentlich so eine bekannte Vlogkamera und die habe ich mir jetzt halt geholt, um hier mit Aufnahmen zu machen für bestimmte Sachen. Dann wird jetzt auch häufiger nochmal was kommen, kann ich jetzt schon sagen. Und ich hoffe, es hat euch insgesamt dann gefallen. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Die Videos sollten eigentlich wieder abgewohnt, spätestens nächste Woche wieder in gewohnter Ruhe und Manier halb pünktlich immer dienstags, freitags und samstags dann kommen. Wir haben es jetzt auf Sonntag geschoben, also dienstags, freitags und sonntags kommen. Ja, von daher bis zum nächsten Mal und tschüss.